das erst einmal die Begrüßung hier. Ich melde mich, sofern etwas Neues ist, beziehungsweise mit dem... Freundschaft 2020 und die Fahrervorstellung beginnt jetzt mit der Runde der Fahrer. Also, hallo Wittstock! Herzlich willkommen zum Pokal für Frieden und Freundschaft 2020 mit den Teams aus Tschechien und den Wölfen aus Wittstock. Und zu Beginn der Veranstaltung hören wir die Nationalhymnen Tschechien und Deutschlands. Begrüßen Sie mit mir die Offiziellen des heutigen Abends. Als Schiedsrichter fungiert Herr Bernd Sagert und der Rennleiter heute Abend Florian Kinter. Ja, beginnen wir mit dem Rahmenprogramm. Die Oldies, herzlich willkommen, das Team der Wölfe mit 1 Ulrich Büschke und die 2 René Wojtacek. Das Team Bergring besteht aus der Startnummer 3 Reimar Schwinkendorf und Andreas Mieser. Das Team Vorpommern, Startnummer 5 Frank Kunkel, Startnummer 6 Harald Strecker.
Das Team des MC Ludwigslust, die Startnummer 7, Marc Arnheim und Jürgen Jungnies. Und als Reserve Manfred Gietz. Ja, begrüßen wir gemeinsam das Team aus Tschechien, Teammanager heute Abend, Stanek Holub. Mit 1 am Start, Josef Franz. Mit der 2, Vyacheslav Monakov. Herzlich willkommen, Startnummer 3, Andrei Smetana. Mit der 4 heute Abend dabei, Lars Sandfleet. Mit der 5, Stanek Holub. Herzlich willkommen, Startnummer 6, Jarda Petrak. Startnummer 7, Philipp Hayek, herzlich willkommen. Und natürlich herzlich willkommen das Team der Wölfe hier aus Wittstock mit der Teammanagerin Manuela Hinrichs. Und natürlich das Maskottchen dabei, das ist hier mit der Fahne schwenken. Und begrüßen Sie mit mir Startnummer 9 heute Abend, Steven Mauer. Die 10, herzlich willkommen, Lukas Fienhagel. Mit der 11 heute Abend, herzlich willkommen, Dominik Möser. Die Startnummer 12, hallo, herzlich willkommen, Sandro Wassermann. Mit der 13 heute Abend, Mirko Wolter. Die 14 trägt heute Abend, Startnummer 14, Ben Ernst. Mit der 15 dabei, Lukas Baumann. Und in Reserve, Marcin Koschelski. Das ist das Team der Wölfe. Ja, ich wünsche uns einen spannenden Abend heute Abend im Pokal für Frieden und Freundschaft und wünsche uns natürlich viel Spaß. Also, ja, die Uhr läuft hier wirklich nur 10 Sekunden, aber das sind natürlich, ich denke mal, die letzten 15 Sekunden jetzt. Und da hoffen wir natürlich, dass hier entsprechend Josef Franz das auch im Blick hat. Ja, 5 Sekunden, das geht natürlich hier gut los. Ja, das ist natürlich hier schon ein Auftrag von Mars für das. Gelaufen. Das heißt, gelbe Helmfarbe hat es hier nicht in der Zeit geschafft und er war nicht rechtzeitig erwartet. Das zur Erklärung. Ja, da ist natürlich die Uhr unerbittlich, aber so ist es halt. So soll es sein. Und ja, jetzt geht es entsprechend hier zu dritt auf die Runde. Und da blicken wir natürlich auf. Steven Mauer, der hier die Helfer aus den Bändern geschossen ist, darunter reiht sich ein Andrei Smetana, da haben wir Dominik Böse. Ja, schauen wir, kann hier Dominik Böse entsprechend Schwung holen auf der Außenbahn. Scheint es hier aus Sicht der Wölfe natürlich mit 3 Punkten ums Oval zu gehen. Ja, da sehen wir Steven Mauer in Führung. Noch eine Runde hier im ersten Lauf. Und dann etwas abgeschlagen, abgezogen, Dominik Böser. So geht es hier in die Zielkurve und da ist der Sieg der Wölfe.
da ist der eine Punkt auch hier für Dominik Möser. Das ist natürlich wichtig, auch dieser Punkt. Die Wertung im Einzelnen mit der Startnummer 9 gewinnt er diesen Lauf. Steven Mauer 3 Punkte für ihn. Mit der 2 André Smetana 2 Punkte. Startnummer 11 für Dominik Möser 1 Punkt. Und Josef Franz ohne Wertung hier im ersten Lauf. Ja, so kann es gehen. Wir hoffen natürlich, dass das dann entsprechend von den Teams gesehen wird. Der 1:09, das ist die Zeit hier in Heat 1. Ja, wir machen hier natürlich sofort weiter. Die Uhr läuft unerbittlich. 2 Minuten laufen für den Lauf Nummer 2. Aufruf für die Gäste mit der weißen Helmfarbe. Startnummer 6, Jada Petrak. Und die 7, Philipp Hayek. Und für die Wölfe rollen ans Band Startnummer 14, Ben Ernst und Lukas Baumann mit der 15. Ja, die Jungs holen natürlich ein bisschen Schwung, testen nochmal den ersten Start, aber das sollte diesmal natürlich reichen. Auf Rot und Blau, die Gäste Weiß und Gelb. Ah, da gibt es ein paar Probleme. Die rote Helmfarbe Lukas Baumann. Ich hoffe natürlich, dass das hier nicht eng wird. Ja, da scheint es alles zu klappen, also 23 Sekunden, 20 Sekunden, da weiß man natürlich unerbittlich hier die Zeit. Daumen drücken für die Wölfe hier aus Wittstock. Und dann haben wir die das hier das Ergebnis im Lauf Nummer 2. Den Laufsieg mit der 15 für Lukas Baumann und das Team der Wölfe, also 3 Punkte. 2 Punkte erfährt die Startnummer 6, Jada Petrak. Einen Punkt, das ist der Mann mit der 7, Philipp Hayek. Und Ben Ernst, erst einmal 0 in diesem Lauf, 1 Minute 10. Die Zeit im zweiten Lauf. Die Zeit läuft, der Aufruf, Lauf Nummer 3 mit den Gästen, Startnummer 2,
Vyacheslav Monakov und an seiner Seite Startnummer 5 Zdeněk Holub und das Team der Wölfe mit der 12 Sandro Wassermann und die Startnummer 13 Mirko Wolter. Da sollte man mal einen Hinweis geben, also da sollte ein bisschen mehr Bewegung sein, also Daumen drücken. Ja, das scheint hier zu reichen, die 20 Sekunden entsprechend. Da rollt er hier heran. Ja, Applaus hier. Ich denke, das ist natürlich wichtig, Sandro Wassermann. Das ist Motivation, jetzt geht es hier raus. Ist hier in Front gegangen, also gelbe Farbe innen, dann war die Runde raus. Zdeněk Holub ist hier auch kein Unbekannter noch dabei und ja, Monakov scheint hier entsprechend mit seinem Teampartner zu harmonieren. Das sieht man erstmal für das tschechische Team, das ist der Klang dahinter. Sandro Wassermann, Mirko Wolter. Ist es jetzt von Monakov, der in Führung geht und da ist der Nikolo, der ist gewinnt. Keine Mirko Wolter am Mann. Aber der Vorsprung, der wird schon größer. Hier einen deutlichen Sieg für die Gäste aus. Ja, und so ist es auch. Das war der Punkt. Die Gäste 5 Punkte, die Wölfe 1 Punkt. Ja, im Einzelnen Startnummer 2, Vyacheslav Monakov 3 Punkte. Für die Startnummer 5, Zdeněk Holub sind 2, 5 in der Wertung dazu, 10 gesamt. Ja, und die Wölfe mit der Startnummer 13, Mirko Wolter, einen Punkt, Sandro Wassermann mit der Reservemaschine erstmal 0 in der Wertung, gesamt 8. Ja, und die Zeit 1 Minute 11, das für die Statistiker unter uns. Ja, ein Durchgang, ein Lauf haben wir noch, dann haben wir die ersten 4 im Kasten, haben alle Fahrer schon einmal gesehen. Jetzt geht es hier weiter mit den Gästen. Start Nummer 4, Lars Zandvliet dabei und an seiner Seite ist es Jaroslav Petrak mit der weißen Helmfarbe und das Team der Wölfe tritt an mit der Start Nummer 10, rote Helmfarbe, Lukas Fienhage mit seinem Teampartner Start Nummer 14, Ben Ernst. Thank you.
meiner Seite Lukas Kuhn, das Team der WWE Show. Lukas Finale in der Das ist natürlich schön anzusehen, hier der Vorsprung der beiden. Das war der Petrak und Thomas Zandfield. Auch eine Runde hier für das Team der Wölfe. Ja, und da schlagen sie zurück, die Wölfe, mit der Lukas-Finale und Ben Ernst. Die Wölfe 5, die Gäste einen Punkt im Einzelnen. Startnummer 10, Lukas-Finale, 3 Punkte. Für das Team dazu. Startnummer 14, Ben Ernst, 2 Punkte. Mit der 6, Jaroslav Petrak, 1 Punkt. Und Lars Zandvliet, erst einmal 0. Ja, damit haben wir alle aus den Teams schon einmal auf der Bahn gehabt. Die Zeit 1 Minute 09. Jetzt geht es hier weiter mit den Oldies. Und die Oldies dann mit 3 Runden nochmal. Der Hinweis natürlich, die Oldies dann mit 3 Runden. Jetzt im ersten Auftritt heute Abend. Ja, und das ist auch wieder das Team der Wölfe hier, das gegen das Team Bergring antritt. Mit der 1 dabei Uli Büschke, mit der 2 René Wojtaszek, dann ja die 3 Reimar Schwinkeldorf mit seinem Teampartner Andreas Mieser. Ja, die Jungs wollen es hier noch einmal wissen und zeigen hier im Rahmenprogramm, wir können. So sieht er mir von einer ist natürlich auch Regis 3 in der Ruhe-Ecke. Die Jungs wissen hier, jetzt schauen wir mal, wie das hier bei uns spielt. Ja, das Team hier rot. Die 1, Uli Büschke. Das Team Bergring, 3 Punkte. Das Team der Wölfe auch 3 Punkte im Einzelnen. Startnummer 1, Uli Büschke, 3 Punkte. Mit der Startnummer 3, Reimar Schwinkendorf, 2 Punkte für das Team Bergring. Und die Startnummer 4, Andreas Mieser, 1 Punkt. Und René Wojtaszek, 0 Punkte. 59,55 die Zeit, natürlich hier auch für das Rahmenprogramm. Ja, der Lauf, der Läufer steht an, also das ist hier im Programm 0b, aber wir sind natürlich bei 4b und da rufe ich das Team Vorpommern auf die Bahn. Startnummer 5 dabei, Frank Kunkel mit der 6, Harald Strecke und das Team Ludwigs Lust dann mit der Startnummer 7, Marc Arnheim und Startnummer 8, Jürgen Jungnies.
Ja, vielleicht der Hinweis im Fahrerlager. Also, das gilt hier natürlich gleich Aufruf für die Oldies. Zeit genug war ja im Einzelnen schon da und jetzt, ja, reges Treiben hier im Fahrerlager. Jürgen Jungnis, der weiß hier, wo es hingeht. Ans Start war natürlich nicht nur als eine Proberunde, die war natürlich im Training entsprechend. Jetzt gilt es hier für die drei Runden. Da sind sie entsprechend aufgestellt jetzt hier und jetzt gilt es hier natürlich auch für diese vier Rollies auf. Und da ist es die rote Anfrage, das ist Mark Arnholm. Machen natürlich hier die Anfrage. Das steht ja hier auf dem Rundwies an der Welt des Films. Da ist hier die Zielfrage, da ist das der Schirm. Und die Wertung im zweiten Odi-Lauf. Der Sieg geht hier an das Team aus Ludwigslust mit der Jean-Marie 7. Die drei Punkte für Mark Arnheim. Frank Kunkel für das Team Vorpommern 2 Punkte. Einen Punkt erfährt hier Harald Strecke. Und Jürgen Jungnis 0. Aber ich glaube, hier steht der Spaß im Vordergrund. Der Startnummer 12, Sandro Wassermann auf Blau. Da gibt es eine Änderung hier im Kader, in Startnummer 16. Maxim Kuselski wird hier mit Rot auf die Bahn. Blick hier aufs Band gerichtet. Zweiter Durchgang auf 5. Schauen wir mal, die Gäste 11, die Wölfe mit 13 im Moment in Führung. Natürlich hier
zwei Punkte für das Team aus Tschechien sind wichtig. Eine Runde weiter. Die gerade sagt nur, was der Mann hat. Er ist letzter! Und es scheint hier am Ende nicht zu halten. Der Sieg geht an die Wölfe aus Rittstedt. Die Wölfe 4, die Gäste 2. Ja, das im Einzelnen. Marcin Kozelski mit der Startnummer 16 fährt hier den Sieg und holt die drei Punkte. Mit der Startnummer 3 Andrej Smetana für das Team aus Tschechien. 2 Punkte, einen Punkt. Er fährt Startnummer 12 Sandro Wassermann und mit der Startnummer 4 Lars Zandvliet. 0 Punkte. Die Zeit an seiner Seite mit der Startnummer 2 Vyacheslav Monakov. Auf Weiß und die Wölfe mit der 13, Mirko Wolter und an seiner Seite Startnummer 15, Lukas Baum. Der Applaus natürlich alles gut gegangen. Mit der Startnummer 2, weiße Helmfarbe, Vyacheslav Monakov. Ja, und alle anderen drei sollten hier gleich wieder ran. So war es zumindest abgesprochen. Ja, da geht es hier natürlich irgendwie doch hektisches Treiben hier unten. Glaube ich auch, worum es geht. Und sollte, ich denke mal, die letzte Sekunde direkt durchfahren ans Band und nicht noch ein bisschen spielen. Aber da weiß er, was er tun muss. Er ist am Band und da ist er jetzt mal ausgemacht. Das Wölfe, hier kommt der Lukas Baumann. Das ist wieder das Team der Wölfe, aber dann setzt sich gekonnt hier Josef Franz und Zähne, der hat hier den Sprung entsprechend genutzt. Ja.
keinen Schaden, Josef Franz. Ist es Lukas Bauer, der weiß hier, worum es geht. Und zieht hier seine Ideallinie durch. Eine Runde nach Bier von Stärke. Eine Runde für Josef Franz. Kann der Lukas Baumann noch machen? Das ist ja ein weiter Weg. Ich glaube, der Mann aus Tschechien weiß, was er hier zu tun hat. Die drei Punkte holt er für sein Team auf. Zu 3. Die Wertung im Einzelnen. Start Nummer 1, Josef Franz, 3 Punkte. Lukas Baumann, Start Nummer 15, 2 Punkte für die Wölfe. 1 Punkt erfährt die Start Nummer 13, Mirko Wolter. Und das war natürlich hier Dramatik, Spannung pur. Bis zu den letzten 2 Sekunden hat es gedauert, bis hier alle am Band waren. Das ist natürlich hoffentlich jetzt hier im Lauf 7 nicht der Fall. Und da rufe ich für die Gäste auf. Also die Zeit zum Mitschreiben 1 Minute 11. Entsprechend für den Lauf 6. Heat 7, da der Aufruf, Start Nummer 5 für die Gäste, Stanek Holub auf Gelb und an seiner Seite mit der weißen Helmfarbe Philipp Hayek mit der 7. Und die Wölfe laufen hier auf mit der Start Nummer 9, Steven Mauer und an seiner Seite Lukas Fienhage. Und jetzt gilt es natürlich hier im Lauf 7, Team Tschechien gegen die Wölfe. Die Wölfe 5 Punkte, die Gäste aus Tschechien einen. So das Ergebnis im Lauf 7 im Einzelnen. Start Nummer 10, Lukas Fienhage, Sieg und 3 Punkte. An auf Platz 2 eingefahren hier. Start Nummer 9, Steven Mauer, 2 Punkte. Da gibt es Applaus hier von den Rängen für die Wölfe.
Einen Punkt erfährt Zdeněk Holub und Filip Hájek mit 0 die Zeit, 1 Minute 10. Das waren sie, die ersten 7 Läufe hier im Pokal für Frieden und Freundschaft. Die Gäste aus Tschechien mit 17 Punkten dabei und die Wölfe mit 25. Ja, ich glaube, wir schalten jetzt einen Gang runter und blicken auf die Rückseite. Die Oldies Wertung hier, Oldies Racing, Lauf 8, der Lauf 7, hier ist ein wenig anders ausgedrückt, aber wir blicken auf den Lauf mit dem Team der Wölfe. Uli Büschke mit der 1 dabei, René Wojtaszek mit der 2 und auch dem Team Vorkommen, Frank Kumpel, Startnummer 5, Harald Strecker, Startnummer 6. Das Ganze natürlich 3 Runden hier auf dem Eil. Startnummer 5, Frank Kunkel, 3 Punkte. Uli Büschke mit der Startnummer 1, 2 Punkte. 1 Punkt erfährt hier René Wojtaszek und Harald Strecker mit 0 in der Wertung. 59,35 die Zeit in diesem Lauf. Wir blicken auf den zweiten Oldie-Lauf in dieser Pause. Da rufe ich auf Reimar Schwinkendorf und Andreas Wieser vom Team Bergring. Und dazu kommt das Team aus Ludwigslust, Marc Arnheim, Jürgen Jungnies. Schwinkendorf, Andreas Wiener, Marc Arnheim, Jürgen Jungnies, so die Aufstellung hier im zweiten Urdiener. Schwinkendorf auf Fuß.
Stadiondürmis. Oh, der Marc, der versucht hier mal raus, aber er sieht hier nicht statt. Moment mal. Reimer Schwindendorf heißt der Sieger in diesem Lauf. 3 Punkte für ihn dazu. Mit der Startnummer 7, Marc Arnheim 2 Punkte. Andreas Mieser 1 Punkt und Jürgen Jungnies 0. Ja, das Ganze war der zweite Durchgang. 59,78 Sekunden. Die ganze Sache der Oldies werden wir ein drittes Mal sehen. Und ich denke, dann entsprechend auch bei der Siegerehrung. Ja, das war hier erst einmal der zweite Durchgang. Aufstellung für die Gäste, da gibt es eine Änderung. Da wird Josef Franz mit 1 auffahren und er wird für die Startnummer 4 entsprechend ans Band rollen. Dann an seiner Seite Andrej Smetana, also Josef Franz, Andrej Smetana für das Team Tschechien. Und es gibt auch eine Änderung beim Team der Wölfe. Für Mirko Wolter kommt Maxim Kuzielski ins Team hier auf die Bahn. Und auf Blau auf der entsprechenden Position. Ben Ernst, also die Wölfe, Kuzielski, Ernst und die Mannen aus Tschechien, Franz und Smetter. Für die Wölfe gilt dann Josef Franz und auch der Es ist das Team Tschechien, das hier aus den Bändern schießt. Die Wölfe versuchen hier innen. Geht es hier richtig zur Sache, er fightet, greift hier an. Und hier noch einmal die gleiche Sache innen, schießt er heran und ja, jetzt gibt es nochmal auf der Bahn, aber jetzt sollte er den Schwung nutzen, da gibt es Josef Franz, dann Maxim Kuzielski, Andrej Smetana. Der Franz weiß hier natürlich, er hat die Erfahrung, was er muss tun. Er holt ihn hier den Sieg und die 3 Punkte in genau den jetzigen Moment. Ja, das Ergebnis im Lauf 8 wie folgt. Startnummer 1, Josef Franz holt hier die 3 Punkte für das Team Tschechien. 2 Punkte erfährt hier Maxim Kuzielski und 1 Punkt holt hier Andrej Smetana und bei Ben Ernst 0 in diesem Lauf. 1 Minute 10, 82. Und in der Gesamtwertung der Blick, die Wölfe 27, die Gäste 21. Er weiß natürlich auf seine Heimbahn, was er hier zu tun hat. Daumen drücken für die Wölfe. Das sieht im Moment ganz gut aus. Ja, und die nutzen natürlich hier die Chance im Lauf des Pokals für Frieden und Freundschaft
sich Schwung zu holen. Wie wir alle wissen, war das in diesem Jahr alles ein wenig zäh. Und wir hoffen natürlich, dass das hier alles so weitergeht und dass wir natürlich hier noch spannende Rennen auf dem Heidering und natürlich nicht nur hier sehen, sondern auch in dem einen oder anderen Stadion in Deutschland. Ja, schauen wir jetzt aber erst einmal auf den 9. Lauf hier, die Wölfe gegen das Team aus Tschechien. Das ist vielleicht schon mal eine wichtige Fortschritt. Diese Jungs wissen hier, worum es geht. Steven Mauer und Lukas Finage gegen Josef Reis und Jaroslav Mulakov. Zu 3 hier aus das Ergebnis aus dem 9. Lauf. Die Punkte im Einzelnen. Josef Franz, Startnummer 1 für das Team aus Tschechien. Sieg und 3 Punkte. Mit der 10 Lukas Finage, 2 Punkte. Steven Mauer, 1 Punkt. Also 3 auch für die Wölfe. 0 Vyacheslav Monakov. Die Zeit im 9. Lauf 1:10:81. Also das ist hier für die Statistiker unter uns und einen Lauf haben wir hier noch in diesem Durchgang. Der Lauf 10 steht an. Die Gäste Auftritt hier für Startnummer 5. Stanek Holub und Jaroslav Petrek mit der Startnummer 6 an seiner Seite. Und die Wölfe mit der 11 Dominik Möser und Sandro Wassermann. Das hier die Besetzung. Dominik Möser, Sandro Wassermann für die Wölfe und der Stanek Holub hier aus der Wölfe für das Team Tschechien.
Herr Kleiber, alles sind mal vorbei. Ja, das ist Oliver Wassermann, der Mann hier für die Wölfe, ist auf Siegeskurs. Er hat hier den Schwung genutzt und jetzt macht er hier die entsprechenden Meter und fährt hier sicher. Der Mann der Stunde hieß eben Sandro Wassermann. Ja, er hat hier die Pace genutzt und ist hier aus den Bändern geschossen. Mit der Startnummer 12 holt er 3 Punkte für die Wölfe. Mit der 5 Stanley Pollock 2 Punkte, 1 Punkt. Die 6 Jaroslav Petrek und mit der Startnummer 12, mit der Startnummer 11 Dominik Möser 0 Punkte. Die Zeit 1 Minute 10 in diesem Durchgang und das Ergebnis, das Team Tschechien 27, die Wölfe 33. Dritter Durchgang, Oldies hier, Oldie Racing. Uli Büschke, Startnummer 1 am Band, mit dabei Startnummer 2 René Wojtaszek und dann Mark Arnheim und jetzt kommt die Startnummer 9 und tut jetzt hier zum Einsatz. Er hat hier den Auftritt für Jürgen Junis. Der Olli, der holt ihm hier den Sieg und die 3 Punkte. Die Punkte im Einzelnen. Mit der Startnummer 1 gewinnt diesen Lauf Olli Büschke 3 Punkte für ihn. Mit der 7 Mark Arnheim 2 Punkte. René Wojtaszek 1 Punkt und Manfred Gierz 0 in diesem Lauf. Einen Lauf haben wir noch in dieser Klasse und dann können wir die Wertung entsprechend abschließen. Und wie gesagt, auch die Oldies sind dann alle bei der Siegerehrung dabei. Genau eine Minute die Zeit in diesem Lauf. Blick auf den Abschlusslauf der Oldies. Ich rufe auf Reimer Schwinkendorf, Andreas Mieser für das Tetroer Bergring-Team und natürlich Frank Kunkel und Harald Strecke für die Nordsterne. In der Kombination hier Team Vorpommern.
Oldies Racing hier im Rahmenprogramm, also der Laufer. Hier im Programm ausgedruckt. Einmal Schwinkendorf, Andreas Miese und Frank Kunkel, Harald Schmidt. Schlusslauf in dieser Klasse gewann Reimer Schwinkendorf, also 3 Punkte für ihn. Und das Team Bergring, dann das Team Vorpommern, Frank Kunkel, 2 Punkte. Und Andreas Miese, 1 Punkt. Harald Strecker in diesem Lauf mit 0 Punkten dabei. Ja, die Oldies haben hier entsprechend ihr Rahmenprogramm absolviert und ich denke, ja, sagen nach 21 Uhr. Vielleicht ist das ein oder andere Bierchen mal für die Jungs jetzt drin und sie sollten ein bisschen Luft holen. Auch wenn wir beim Sport sind, ich weiß, aber nach 21 Uhr, ach so, Dopingkontrolle kommt, höre ich hier noch. Nein, also ich denke, hier steht der Spaß an erster Stelle. Ja, und in der Wertung blicke ich natürlich nochmal auf das Schiedsgericht hier. Das Team Bergring mit Reimer Schwinkendorf und Andreas Miese gewinnt hier vor dem Team der Wölfe, Uli Büschke, René Wojtacek und dann auf Platz 3 das Team Vorpommern. Frank Kunkel, Harald Schreck, habe ich gehört. Alle sind eingeladen für die Siegerehrung. Ja, die Zeit 1 Minute wiederum. Also, das war natürlich Sandfleet. Ja, dann der Blick auf die Wölfe. Da ist es die Startnummer 9, Steven Mauer. Und mit der 12, Sandro Wassermann eben. Starker Auftritt von Sandro Wassermann. Schauen wir mal, was hier für die Wölfe drin ist. Erst einmal die Maschine unter Kontrolle bringen.
Dritter in Führung. Die Wölfe 3 Punkte, die Gäste aus Tschechien auch 3 Punkte. Josef Franz, Stadt 1, die 3 Punkte für das Team aus Tschechien. Mit der 9 erfährt hier weitere 2 wichtige Punkte. Steven Mauer, 1 Punkt holt Sandro Wassermann mit der 12. Und bei der Startnummer 4 Lars Zanfliet. Da bleibt es bei 0 in diesem Durchgang. Der 12. Lauf steht an, da gibt es eine Änderung, aber zuvor nochmal die Zeit, 1 Minute 11 im 11. Durchgang. Der 12. steht an. Und da rufe ich für das Team aus Tschechien Vyacheslav Monakov auf und an seiner Seite Filip Hájek. Und bei den Wölfen, da wird Marcin Kozelski für Dominik Möser ans Band rollen. Also Marcin Kozelski mit dabei und natürlich Lukas Baumann, der Mann mit der blauen Helmfarbe hier auf Bahn 2. Hier von den Wölfen, das braucht man natürlich auch einmal hier die Unterstützung von den Rängen hier, Zuspruch für die Wölfe.
Am Ende heißt es hier 3:3, 3 Punkte für den Sieg je nach Tschechien. Start Nummer 2, Vyacheslav Monakov. 2 Punkte erfährt die Start Nummer 16, Marcin Kozelski. Für die Wölfe 1 Punkt, Lukas Baumann 0 bei Philipp Hajek. Der letzte Vorlauf steht an, die Zeit noch einmal zum Nachtragen, 1 Minute 12 im Lauf 12. Wir rufen auf, 13. Lauf, der letzte Vorlauf vor den Final Heats. Und da ist es für das Team aus Tschechien, Andrej Smetana mit der weißen Helmfarbe, Zdeněk Holub auf Gelb und die Startnummer 10, blaue Helmfarbe für die Wölfe, Lukas Finhage, Mirko Wolter Rot mit der 13. Also hier schauen wir mal, wer hier aus den Vorläufen entsprechend mit den Siegen nach weitergeht. Ja, dann gibt es die Zusammensetzung der Final Meets mit Abstimmung der Teammanager. Sechs Punkte haben wir Vorsprung hier mit dem Team der Wölfe hier aus Wittstock. Und da blicken wir mal, bleibt es so oder ohne einen oder anderen Punkt hier mit dem hier noch 30, 35 Sekunden gleich, dann ist es hier soweit, der Blick auf das Bandschimmer. Ja, und hier haben wir jetzt das nächste vor. Für die Wölfe eingefahren, am Ende 4 für die Wölfe, 2 für das Team aus Tschechien. Dann Vyacheslav Monakov und Andrej Smetana mit den Wölfen im Vergleich hier. Lukas Baumann, Marcin Kozelski. Und erst einmal die Wertung 35, Team Tschechien 43. 43, die Wölfe aus Wittstock. Ja, das ist hier sicherlich trotz allem nochmal spannend. Aber der Vorsprung, naja, ich denke mal, wenn ich mich hier nicht zu weit rauslehne, sollte reichen am Ende des Abends hier für die Wölfe aus Wittstock. 1 Minute 15. Blick hier auf die Bahn. Alle vier sind hier bereits im Startbereich und nehmen auch einmal ein wenig Korrektur hier, ein wenig Erdarbeit, um direkt die Position einzunehmen. Und dann soll es hier losgehen. Vyacheslav
Rafael Monakow, Andrei Smetana und für die Wölfe Lukas Baumann, Marcin Kudelski, Baumann auf der Außenbahn, Kudelski auf der Bahn 2. Ja, sie nutzen hier die Zeit, 20 Sekunden noch tickt. Den Sieg hier für die Wölfe, Fernein, die Startnummer 16, Marcin Kruzelski. 3 Punkte für ihn dazu, 2 Punkte für das Team aus Tschechien. Vyacheslav Monakow, 1 Punkt. Steuert Lukas Baumann dazu und 0 Andrei Smetana. Ja, da ist der Jubel doch schon mal zu hören für die Wölfe. Da lässt er sich jetzt hier auch feiern. Marcin Kruzelski auf der Ehrenrunde hier schon mal für das Team der Wölfe. Aber jetzt gilt es hier noch einmal. Der Lauf 15 steht an, 1 Minute 11 die Zeit im 14. Durchgang. Ja, die Uhr tickt hier bereits oder läuft hier bereits rückwärts, 1 Minute 50. Und wir haben sie nochmal, die Punktbesten des heutigen Abends aus dem Team Tschechien. Josef Franz mit 12 Punkten bisher dabei. Hätte er da einmal das Zeitproblem nicht gehabt, wer weiß, dann wäre er wahrscheinlich ungeschlagen hier heute Abend. Dennis Hollum an seiner Seite. Und jetzt gilt es noch einmal Daumen drücken für das Team der Wölfe. Steven Mauer, Lukas Finage. Sie haben hier bereits tolle Fights im Paarsystem gezeigt. Und ich denke, das ist auch die entsprechende Vorbereitung, die hier notwendig ist für das Auftreten in der polnischen Liga. Jetzt gilt es hier 1 Minute 10 noch. Dann geht es hier auf die 4 Runden im letzten Lauf. Steve.
die Gunst der Stunde nutzen. Kann er ihn hier schlagen? Josef Franz, Steven Mauer auf der Heimbahn. Steven Mauer kommt er zurück. Liebes Finale, auch dicht auf den Fersen bei Josef Franz. Jetzt schauen wir mal noch. Wild ist hier. Na, das ist ja hier spannend. Lukas Finale innen von Neuerberg. Josef Franz kommt er zurück. Das Team der Wölfe, dann hinter Josef Franz. Aber ich denke, das ist dann einfach nur Makulatur. Soweit gilt es hier jetzt. Der Sieg ist den Wölfen nicht zu nehmen, aber jetzt ist es erst einmal Josef Franz. Also ich denke, die Wölfe haben hier tolle Arbeit geleistet und sind hier zu Recht der Sieger. Da lässt er sich feiern, Lukas Finage. Und natürlich auch Steven Mauer hier bei den Fans. Und natürlich die Gäste hier. Josef Franz, also ich denke, wir haben hier tollen Spiekwich-Sport heute Abend gesehen mit einem am Ende verdienten Sieger, dem Team der Wölfe aus Wittstock. Und hier nochmal die Punkte. Josef Franz 3 Punkte, Lukas Finage 2 Punkte, Steven Mauer 1 Punkt, Stanek Holub 0 Punkte, 1 Minute 11. Ja, der Blick auf die Gesamtwertung, die Gäste aus Tschechien 40 Punkte. Die Wölfe, 50 Jahre, lässt er sich auch feiern, der Mann aus Tscheche. Siegerehrung, Uldi, Wertung und da ist es Platz 4, da ist es das Team Ludwigslust mit Marc Arnheim, Jürgen Jungnies und ich glaube, da stellen wir den Reservefahrer dazu. Manni Geertz, also. Ihr drei habt hier auch am Ende gefightet und der Spaß stand natürlich im Vordergrund auch hier Team 4 am heutigen Abend. Ich glaube, da gibt es auch Pokale und ich habe gesehen, so ein bisschen Champagner oder irgend sowas ist auch mit dabei. Ja, herzlichen Glückwunsch dem Team aus Ludwigslust. Kommen wir zur Platzierung auf den Treppchen. Das ist das Team Vorpommern. In der Besetzung Frank Kunkel, Harald Strecke. Herzlichen Glückwunsch, Platz 3. Ja, Applaus hier von den Rängen natürlich auch für euch beide hier in der Wertung auf dem dritten Platz. Die Pokalübergabe hier von Fritz Mauer. Ja, in der Wertung auf dem zweiten Platz das Team der Wölfe mit der Besetzung Ulrich Büschke, René Wojtacek. Gekämpft habt ihr am Ende Platz 2. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Schickens hier und natürlich auch Pokale. Und das obligatorische Fläschchen. Ja, und ganz oben am heutigen Abend das Team Bergring mit der Besetzung Reimer Schwinkendorf, Andreas Mieser. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ja, wer hätte da gedacht, dass die am Ende die Nase vorn haben? Hätten wir da ein bisschen gewettet. Ich glaube, da hätten wir daneben gelegen, aber sie haben gekämpft und noch einmal Glückwunsch, Reimer Schwinkendorf, Andreas Mieser. Herzlichen Glückwunsch euch und den Platzierten in der Oldie-Wertung. Ja, die Bilder jetzt nochmal für die Fotografin und natürlich die Fans. Autogrammkarten vielleicht auch in Druck geben nochmal. Ich glaube, das ist immer wichtig hier. Und ihr seid natürlich hier gern gesehen auf dem Heidering. Ja.
Ja, lächeln vielleicht ein bisschen für die Kameras und die Pokale natürlich in die Höhe hier. Ja, hier ist der Spaß im Vordergrund natürlich. Ja, und ich denke, das ist natürlich nochmal ein Anblick hier auf dem Siegerpodest in der Umrahmung der Grid Girls. Und jetzt kommen wir hier zur Siegerehrung in der Wertung Pokal für Frieden und Freundschaft. Tja, das Podest ist Grund, also Siegerehrung in der Wertung des Pokals für Frieden und Freundschaft 2020. Auf dem zweiten Platz das Team aus Tschechien mit Teammanager Zdeněk Schneider-Wind. Mit im Team Josef Franz, Vyacheslav Monakov, Andrej Smetana, Lars Sandflied, Zdeněk Holub, Jada Petrak und Filip Hajek. Herzlichen Glückwunsch dem Team aus Tschechien. Und am Ende Platz 2 also für die Mannen hier um Zdeněk Schneider-Wind. Ja, und die Pokalübergabe hier durch Fritz Mauer. Natürlich gratuliert auch der Schiedsrichter. Und ich denke, war hier heute Abend eine sehr faire Veranstaltung. Ja, schon mal das Siegerlächeln der Zweiten. Aber der Sieg, der bleibt hier in Wittstorf. Der Sieg im Pokal für Frieden und Freundschaft 2020 geht an das Team der Wölfe aus Wittstorf. Teammanagerin Manuela Hinrich. Mit dabei Steven Mauer, Lukas Fienhage, Dominik Möser, Sandro Wassermann, Mirko Wolter, Ben Ernst, Lukas Baumann und Marcin Kuzelski. Herzlichen Glückwunsch dem Team der Wölfe. Und natürlich auch hier die Pokalübergabe durch den zweiten Vorsitzenden Fritz Mauer. Und ich denke auch, der Schiedsrichter wird hier entsprechend die Glückwünsche überbringen. Herzlichen Glückwunsch den beiden Teams und sowie hier die entsprechenden Glückwünsche überbracht sind. Noch einmal Aufstellung hier. Denn zu Ehren des Siegerteams hören wir die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland. Glückwunsch an das Team der Wölfe und an die Zweitplatzierten, das Team aus Tschechien. Ich denke, das war wieder unterhaltsam, spannender Rennabend hier auf dem Heidering und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Bleiben Sie gesund und seien Sie dabei, wenn es wieder